Yuntha PS 1300. Ausgediente Paletten werden in speziellen Schreddern entsorgt. Die Maschine PS 1300 der amerikanischen Firma Yuntha wurde speziell dafür entwickelt. Ihr Ladetrichter entspricht exakt den Abmessungen von Holzpaletten. Die Ware wird automatisch in die Schneidkammer gezogen und dann zerkleinert, bis die Späne fein genug sind, um ein spezielles Sieb zu passieren. Auf dem Austragsband werden metallische Elemente wie Nägel und Schrauben magnetisch aus dem Schüttgut entfernt. Das erhaltene Metall eignet sich ideal als Brennstoff oder natürlicher Mulch. Der leistungsstarke 24 PS Motor kann bis zu 30 Paletten pro Stunde bearbeiten. Eine Welle fungiert als Arbeitskörper, wodurch das Gerät eine kompakte Größe hat. Der einfache Innenaufbau vereinfacht und beschleunigt die Wartung. John Deere 1470G. Dies ist das Flaggschiff des Radharvesters von John Deere. Dies ist ein vielseitiges Forstgerät, das für die gleichzeitige Ausführung mehrerer Produktionsvorgänge ausgelegt ist. Die Maschine wird zum Fällen, Entasten und Querschneiden eingesetzt. Das selbstfahrende Chassis ist so gebaut, dass es in unwegsamen Geländebedingungen funktioniert. Außerdem ist die Maschine trotz ihrer Größe wendig, denn sie muss in Wäldern mit dichter Baumbepflanzung arbeiten. Der 1470G verfügt über einen großen CH9-Arm, der so positioniert ist, dass er die Sicht vom Cockpit aus verbessert. Weitere Vorteile sind eine breite Palette kompatibler Harvester-Aggregate und bis zu 10% Kraftstoffeinsparung gegenüber ähnlichen Geräten. Brava Debarker WD-1400. Ein Entrindungsgerät bereitet einen Baumstamm für die weitere Verarbeitung vor, indem eine Rindenschicht entfernt wird. Dies ist ein sehr wichtiger Vorgang, da die oberen, harten Holzschichten einige Geräte beschädigen können. Neben der Rinde werden auch große Äste, Schmutz und Teer entfernt. Nach der Verarbeitung erhält man einen sauberen und schneidfertigen Stamm. Die Debarker WD-1400 ist eine von der slowenischen Firma Brava entwickelte Maschine. Sie ist für die Verarbeitung von Baumstämmen mit einem Durchmesser von 200 bis 1500 mm ausgelegt. Das Gerät bewältigt einen vollen Arbeitszyklus. Es nimmt die Stämme auf, verarbeitet sie und entlädt sie dann für den Weitertransport. All das wird vom Bediener von einer hohen klimatisierten Kabine aus überwacht. Die Genauigkeit der Arbeit wird durch die optische Erkennung von Stämmen erhöht. Es gibt auch eine Funktion zum Einstellen der Dicke der Abriebschicht. Diese kann übrigens später als Heizmaterial verwendet werden. Bell's Superlock Splitter. Manche Baumstämme sind so groß, dass sie im Originalzustand weder für die Weiterverarbeitung noch für den Transport geeignet sind. In diesem Falle kommen solche Industrieholzspalter zum Einsatz. Dieser spezielle wurde von der kanadischen Firma Bell's Machining entwickelt. Der 66 PS Dieselmotor ermöglicht es, wirklich große Baumstämme zu bewältigen. Der maximal zulässige Durchmesser beträgt 122 cm und die maximal zulässige Höhe beträgt 2,9 Meter. Das Funktionsprinzip ist einfach. Ein hydraulischer Schieber schiebt den Baumstamm in eine feststehende Unterlage mit vier Stechklingen. Das Geheimnis der Effizienz liegt in der hohen Leistung. Die erzeugte Kraft beträgt 76 Tonnen. Ein zusätzlicher Vorteil ist die Fernbedienung, mit der man aus sicherer Entfernung arbeiten kann. Pezzolato TB600. Holzspalter sind Geräte, die nicht nur dazu dienen, um den Durchmesser von Stämmen zu reduzieren. Der TB600 der italienischen Firma Pezzolato zum Beispiel ist für den Betrieb mit Hackholz ausgelegt, einem gängigen Brennstoff für einige Fahrzeuge. Dieses Rundholz muss vorher zunächst verarbeitet werden. Vertikale Holzhacker wie dieser hier sind der schnellste und effizienteste Weg, um die Arbeit zu erledigen. Die Ausrüstung besteht aus einem Arbeitstisch und einem Hydrospalter. Die Werkstücke werden manuell dem Tisch zugeführt, nach und nach auf den Pfahl geschoben und dann entweder auf den Boden oder zum Transport in einen Container gekippt. Der TB600 ist für Stämme von 300 bis 600 mm Durchmessern geeignet. Die von der Maschine erzeugte Kraft beträgt 30 Tonnen.
Sherwood LS600/200. Um qualitativ hochwertige Hobelspäne zu erhalten, verwendet man Holzhobelmaschinen. LS600/200 wurde von der russischen Maschinenbaufirma Sherwood entwickelt. Als Rohstoff werden Abfälle aus Holzeinschlag und Sägewerk mit trockener und natürlicher Feuchtigkeit verwendet. Es kann sich um Stammholz, Hanf, Zweige, Platten oder Stecklinge handeln. LS600/200 eignet sich für Werkstücke bis zu 1240 mm Länge und bis 200 mm Dicke. Als Arbeitskörper dient eine Fräsmaschine mit 8 Messern, deren Rotationsfrequenz 3700 Umdrehungen pro Minute erreicht. Zu den charakteristischen Merkmalen gehört ein praktischer Trichter, mit dem Sie Material laden können, ohne den Betrieb des Gerätes zu unterbrechen. Der Arbeitstisch hat eine spezielle Beschichtung, die den Verschleiß der Messer reduziert und das Gleiten verbessert. Das Hydrauliksystem ist so gebaut, dass das Eindringen von Staub und Schmutz verhindert wird, was die Lebensdauer verlängert. GHE Bavaria Stutzhammer 2. Holz ist ein zähes und relativ zerbrechliches Material, daher muss das Verbiegen mit professioneller Ausrüstung erfolgen. Stutzhammer 2 der deutschen Firma GHE Bavaria ist eine leistungsstarke, universale Biegemaschine, die symmetrisches und asymmetrisches Biegen ermöglicht. Das Gerät arbeitet mit vorgefertigtem Holz, das mit Dampf bearbeitet wird. Die daraus resultierende Wärme macht das Material weich, sodass die Fasern die Fähigkeit erlangen, sich zu komprimieren und zu dehnen. Stutzhammer 2 ermöglicht die Produktion von bis zu 5000 Werkstücken für gebogene Stuhllehnen in einer Arbeitsschicht. Außerdem ist dieses Gerät für die Herstellung von Holzschlitten geeignet. Die Bearbeitungszeit für ein Teil beträgt ca. 20 bis 40 Sekunden. Die Werkstücke sollten nicht dicker als 60 mm und 2000 mm lang sein. Der maximale Biegewinkel beträgt 190 Grad. Die Maschine wird von zwei unabhängigen Getriebemotoren angetrieben. Porsche SmartCut 700. Eine der effektivsten Lösungen für die Brennholzaufbereitung bietet die österreichische Firma Porsche. SmartCut ist eine Brennholzsäge, die sich durch automatisches Sägen und einfaches Beladen auszeichnet. Der maximale Durchmesser der Werkstücke beträgt 200 mm. Die Produktivität beträgt 4 bis 8 Kubikmeter Material pro Stunde. Der Arbeitszyklus der vollautomatischen Säge SmartCut 700 ist wie folgt. Die Zuschnitte werden manuell einer speziellen Rutsche zugeführt. Seine Höhe ermöglicht es dem Bediener, im Stehen in einer bequemen Position zu arbeiten. Das Holz rollt unter dem Einfluss der Schwerkraft von selbst in die Schneidkammer. Intern erfolgt der Schnitt im 2,4-Sekunden-Takt. Schließlich gelangt das fertige Brennholz auf ein Förderband, wo es zur Lagerung oder zum Transport in einen Container rutscht. Greda Poker V. Holzmöbelelemente mit aufwendiger Form werden heute in großen Unternehmen auf speziellen Maschinen mit numerischer Steuerung hergestellt. Poker V der italienischen Marke Greda hat sich auf die Herstellung von geschweiften Beinen für Stühle, Tische und Baluster spezialisiert. Die Maschine wird als Universalmaschine bezeichnet, weil sie mehrere Aufgaben erledigt: Zerspanen, Fräsen und Schleifen. Sie alle werden in einem Arbeitszyklus durchgeführt. Poker V ersetzt problemlos ein Holzbearbeitungszentrum mit 4 Achsen, eine Bohr- und Nutmaschine, eine Drehmaschine und einen Formschleifer. Das spart natürlich nicht nur nutzbare Stellfläche, sondern hebt auch die Produktivität auf ein neues Niveau. Für noch mehr Arbeitskomfort kann die Ausstattung mit Systemen zum automatischen Be- und Entladen von Werkstücken ergänzt werden. Comptech Chippo AT10C. Diese Ausrüstung von Comptech ist ein mobiler Trommelhacker, der Hackschnitzel höchster Qualität bei niedrigsten Betriebskosten produziert. Er zerkleinert nicht nur Holz, sondern spaltet auch große Stücke vor und eignet sich so für die Verarbeitung. Der Chippo AT10C verarbeitet Stämme bis zu 750 mm Durchmesser. Zu den Vorteilen gehört ein breiter Zuführtisch, der zum bequemen Beladen von Stämmen beiträgt. Achtet auf die horizontale Vorschubrollen, die selbst bei großen Werkstücken gut fixiert sind und diese souverän in einen Schneidbereich schieben. Falls man mit Baumkronen arbeiten muss, helfen vertikale Vorschubwalzen beim Anschieben. Sie komprimieren die Äste für eine verbesserte Fellpräzision.
Der leistungsstarke Chippo AT10C wird von einem 780 PS starken Motor angetrieben. Gandini Forest Cut 48. Mit Anlagen wie dem Holzspalter Forest Cut 48 des italienischen Herstellers Gandini Meccanica kann man nur mit einem Bediener und minimalem Aufwand viel Brennholz erhalten. Die Arbeit erfolgt zyklisch und wird über einen Joystick gesteuert. Der Vorgang ist in drei Phasen unterteilt. Der erste besteht darin, den Stamm vom Zuführtisch auf das Förderband zu bewegen. Das zweite ist das Schneiden selbst. Es wird mit einer Kettensäge durchgeführt. Die dritte spaltet den Stamm in Brennholz, was von einem hydraulischen Spalter durchgeführt wird. Forest Cut 48 verarbeitet Stämme mit einem Durchmesser von 150 bis 400 mm. Die Stämme sollten nicht länger sein als 650 mm. Die erzeugte Kraft beträgt 13 Tonnen. Die 130 PS reichen aus, um 3500 kg Holz pro Stunde zu liefern. Logosol B751. Der Hersteller Logosol bezeichnet die folgende Ausrüstung als das beste schwedische Bandsägewerk seiner Klasse. Die B751 ist für ein schnelles und genaues Schneiden von Baumstämmen mit einem Durchmesser von bis zu 750 mm ausgelegt. Natürlich ist die Schnittlänge mit einer maximalen Einstellung von 4,8 Metern fein einstellbar. Mit festen Sägemaßeinheiten können die gewünschten Schnittstufen schnell und präzise eingestellt werden. Auf der Schnittstärkenskala am Sägekopf befindet sich die Last Cut Indikatoranzeige, die sich die Position des Sägekopfs des vorherigen Schnitts merkt und diesen als Referenz für den nächsten verwendet. Die Bandräder sind wie Lüfterflügel geformt, die das Sägemehl weit aus dem Sägekopf befördern und diese sowie den Sägeplatz sauber halten. Vermeer AX19 Brush Chipper. Vielseitigkeit und Flexibilität sind die Hauptmerkmale dieses Häckslers für gefällte Äste. Der AX19 der US-Firma Vermeer ist eine gezogene Radvorrichtung, die von einem Minilader gewartet werden muss. Er liefert die Rohstoffe für die Verarbeitung an den Empfangstisch. Danach macht der AX19 alles von alleine. Die Saugkraft von rund 5500 kg reicht aus, um lange Stämme mit einem großen Durchmesser zu handhaben. Ein solches System spart dem Bediener erheblich Zeit, da man sofort einen neuen Zyklus des Materialtransports starten kann, anstatt den Ladevorgang abzuwarten und zu überwachen. Das Schneidsystem ist wahlweise mit einer Trommel oder Scheibe ausgestattet. In jedem Fall hackt er Holz mit einer Geschwindigkeit von bis zu 36 Metern pro Minute in feine Späne. Drewmat WD200-240M. Holzlatten, Bretter und Stäbe sind ein beliebtes Material im Bauwesen, für dessen Herstellung spezielle Multisägemaschinen verwendet werden. Die WD200-240M ist eine davon. Dies ist ein Gerät mit zwei Wellen, das in einem Bereich von 30 bis 200 mm Dicke arbeitet. Die Entwickler haben versucht, die zuverlässigste und produktivste Maschine zu entwickeln, die für große Verarbeitungszwecke geeignet ist. Das Ergebnis ist eine hohe Kraft der Zugwalzen, Schutz vor Rückschlag, ein Mini-Hacker, der das Verstopfen von Mechanismen verhindert und von Arbeitsunterbrechungen befreit. Bemerkenswert ist, dass der WD200-240M die Werkstücke nicht nur schneidet, sondern auch von Schnittresten und Rinde reinigt, sodass man schließlich ein Produkt für die Weiterverarbeitung erhält. Die Produktivität beträgt 10 Kubikmeter pro Stunde. Neuhauser K+. Die Entrindungsmaschine Neuhauser K+, der österreichischen Firma Deinhammer, soll Aufgaben wie Entrinden, Schärfen, Anfasen, Sägen, Quer- und Längsschneiden bewältigen. Darüber hinaus verarbeitet die Anlage unterschiedlichste Werkstücke mit einem Durchmesser von 30 bis 250 mm. Diese Maschine ist mit ausklappbaren Stützbeinen und Halterungen ausgestattet, die die Belastung der Ausrüstung beim Entrindungs- und Sägevorgang reduzieren. Der Längsanschlag aus Aluminiumprofil erhöht die Arbeitsgenauigkeit und ermöglicht es, die eingestellten Parameter immer wieder einzuhalten.
Außerdem gibt es eine Zentriervorrichtung, die es ermöglicht, das Holz genau in der Mitte zu schneiden, auch wenn es eine geschwungene Form hat. Brusa und Gaboli TA30. Dies ist ein professionelles Gerät, das für einen regelmäßigen quadratischen Balken in perfekt abgerundete Werkstücke verwandelt. Sie wiederum sind in der Möbelindustrie gefragt, zum Beispiel für die Herstellung von Stuhllehnen oder Wendeltreppen. Die Produktpalette des italienischen Unternehmens Brusa und Gaboli umfasst mehrere ähnliche Modelle mit unterschiedlichen technischen Eigenschaften. Die TA30 kann, wie der Name schon sagt, Werkstücke mit einem maximalen Durchmesser von 30 mm herstellen. Der minimale Durchmesser beträgt nur 6 mm. Das Material wird manuell zugeführt. Auf Kundenwunsch kann auch eine automatische Option hinzugefügt werden. Bandit 1680 Beast. Die folgende Ausrüstung wurde von der US-Firma Bandit Industries entwickelt. Der Universalhäcksler 1680 gehört zur Modellreihe mit dem selbsterklärenden Namen The Beast und ist für die Aufbereitung von Holzabfällen nach Kommunal-, Bau-, Sägewerks- oder Holzeinschlagarbeiten konzipiert. Das Gerät ist ein Fräser mit einem Durchmesser von 900 mm und 26 Schneidzähnen. Es ermöglicht, mit vielen Materialien zu arbeiten, egal ob Reisig, Hackschnitzel, Rinde, Äste oder Bauholzabfälle. Zum Schluss erhält man ein perfektes Material für den Kompost. Wichtige Vorteile sind ein großer Einfülltrichter und eine beeindruckende Auswahl an Schneidzähnen und Benson, es ist Zeit, das Hirn aufzuladen. Willkommen bei Braintime. Unglaubliche Ereignisse der Vergangenheit, Gegenwart und sogar der Zukunft. Wissenswertes über Natur- und Tierwelt. Schockierende Fakten und ungelöste Geheimnisse. All dies und doch vieles mehr erwartet euch auf unserem Kanal. Abonniert uns, ihr werdet es nicht bereuen.